Hier haben wir jetzt einen Eintrag, da schreibt jemand Hallo zusammen. Wie jedes Jahr im Sommer steigen bei mir im Haus die Temperaturen. Leider lässt sich der Anstieg der Temperaturen, vor allem im Obergeschoss, nur wenig beeinflussen. Rollläden runter hilft zwar etwas, aber nicht so, dass ich damit zufrieden wäre. Aktuell habe ich im Obergeschoss nachts schon wieder um die 27 Grad. Leider habe ich noch die ältere Version der Punkt-Punkt-Haus, wo sich nur die Lüftungsgeschwindigkeit erhöhen lässt. Das bringt über Nacht eine leichte Entlastung, aber eben nicht nachhaltig. Hat von euch schon mal jemand Kontakt mit gehabt bezüglich Klimaanlage in den Schlafräumen? Also hier ist es so, wer es wirklich im Haus kühl haben will, sollte auf zwei Dinge achten. A, er kann mit Klimaanlage bauen, die bringt wirklich was im Gegensatz zu der Lüftungsanlage. Da ist es aber so, es könnte sein, dass ihr dann euer KfW-Darlehen verliert oder nicht darüber finanzieren könnt. Warum? Weil das einen hohen Energieverbrauch hat und dann nicht mehr die Standards erfüllt, damit ihr die gute Finanzierung bekommt. Und der andere Punkt ist, ihr solltet das lieber konstruktiv lösen. Also ihr könnt zum Beispiel, also ich würde halt nicht bei dem Haus selbst sparen in der Konstruktion. Sucht euch einen hochwertigen Anbieter und baut mit dem zum Beispiel mit einem großen Dachüberstand. Wenn ihr einen großen Dachüberstand habt, ist ja die Fassade relativ stark geschützt. Das heißt, wenn die Sonne auf die Wand drauf scheint, wird die schon oben beim Dachüberstand abgefangen. Dann ist es natürlich wichtig, dass man mit Rollläden oder Jalousien baut. Und ihr könnt natürlich auch nach den Dämmstoffen mal schauen, die verwendet werden. Also ich sag mal, wenn man eine dicke Wand hat, hat einen ökologischen Dämmstoff drin, der eine höhere Phasenverschiebung hat wie andere Dämmstoffe. Dann bleibt die Sonne und die Hitze auch länger draußen. Die Lüftungsanlagen bringen auf jeden Fall nicht sehr viel und bringen sogar noch einen kleinen Nachteil mit, vor allem wenn man die im Sommer nicht ausstellen kann. Warum? Jetzt habt ihr das Haus, innen drin ist es noch angenehm kühl und jetzt ist das Haus ja super gut gedämmt, weil es ein Energiesparhaus ist. Und jetzt ist es so, jetzt sind es 1030 Grad, die Lüftungsanlage läuft und zieht jetzt die 30 Grad warme Luft in das gut gedämmte Haus rein. Wenn ihr Glück habt, habt ihr zwar im Winter noch einen Wärmetauscher drin, dass die kalte Luft aufgewärmt wird. Das funktioniert aber umgekehrt nicht im Sommer. Und das bedeutet, ihr zieht jetzt in das kühle Haus 30 Grad warme Luft von außen rein. Und weil das Haus so gut gedämmt ist, nimmt das die 30 Grad an und gibt die 30 Grad nur sehr langsam wieder ab. Und das bedeutet, dass es bei euch nachts im Haus wärmer ist als draußen. Die neuesten Lüftungsanlagen haben inzwischen Bypass, dass man die im Sommer entsprechend ausstellen kann. Ich würde aber da empfehlen, einfach keep it simple, bringt nicht so viel Technik ins Haus und guckt lieber, dass ihr die Konstruktion des Hauses gut macht. Da habt ihr viel mehr vor, als wenn ihr euer Haus technisch aufrüsten müsst und müsst hinterher noch teure Wartungsverträge abschließen. Also, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche jedem zu antworten.